Irgendwie stehe ich jetzt am Schlauch. Irgendwie stehe ich am Schlauch. Was müssen wir jetzt? Oh, sie müssen weg. Ja, da ist dann macht er. Achso, Inspiration brauchen wir. Künstler, ne? Telefonkasten. Ah, irgendwelche elektrischen Drähte, die die Ansicht eines schönen alten Hauses verschandeln. Jetzt habe ich die Information, die ich brauche. Gut, das hat Hallo. Welches Fass Sie? Ich möchte eine Fahrkarte. Monaco. Nach Monaco, bitte. Messi. Aha. Nein. Zum Faulenzen habe ich keine Zeit. Emil, da haben wir ja. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Was für eine wunderschöne Stadt. Hier ist alles so unbeschwert. Ganz anders als in Paris. Ja, hier ist es sehr schön. Schöner Tag. Wie geht es meiner Entschlüsselungskünstlerin? Ich habe Zollingers Nachricht entschlüsselt. Sie ist kurz und kommt gleich auf den Punkt. Gasforschung läuft gut. Baldige Fabrikproduktion. Gasforschung, sagen Sie? Und irgendwo ist noch eine Fabrik mit im Spiel. Mein Gott. Er will Giftgas in eine Art Waffe verwandeln. Das sind sehr schlechte Nachrichten, Martha. Aber trotz allem gute Arbeit. Wir müssen Zollinger genau im Auge behalten. Doch jetzt wissen wir wenigstens, wonach wir Ausschau halten müssen. Betrug, Intrigen, Verrat. Sind all das wirklich Werkzeuge hochgesinnter Idealisten? Als ich noch glaubte, Oscar und ich, wir könnten die Welt verändern, war es mir gleichgültig, aber jetzt, ich fühle mich beschmutzt. Und Zollinger, von allen bewundert und geachtet, ist noch immer ein freier Mann. Kommen wir jetzt zum Krieg. Eine sehr schlimme Zeit. Wie ist Martha damit umgegangen? Sie hatte allen Ernstes gehofft, sie könne ihn abwenden.
Eigentlich hätte sie es ja besser wissen müssen, doch sie hatte einen eisernen Willen und war zu allem entschlossen. Es scheint, Sie wissen über Martha Haris innere Verfassung sehr genau Bescheid, Frau Schragmüller. Wie ist das möglich? Wie meinen Sie das? Wir hatten eben eine sehr enge Freundschaft und haben uns immer über die Geschehnisse ausgetauscht. Sie wusste, ihr stand die größte Herausforderung ihres Lebens bevor. Sie sehen gut aus, Martha. Das freut mich. Bin ich denn unter Arrest? Nur zur Vernehmung vorgeführt. Selbstverständlich habe ich Ihnen eine höfliche Einladung zukommen lassen, aber die haben Sie ja ignoriert. Ich war verreist. In was für eine waghalsige Verschwörung wollen Sie mich denn dieses Mal verwickeln? Wie gut kennen Sie Rupert Zollinger? Wir haben mal eine Nacht zusammen verbracht. Das ist aber schon lange her. Das war, bevor ich wusste, dass er ein Mörder ist. Aha. Dann verdächtigen Sie ihn also. Mit welcher Begründung? Er war bei Madame Curie am Tag, als Brunel starb. Brunel experimentierte mit verschiedenen Giften. Und zufällig weiß ich, dass Zollinger Forschung in Sachen Giftgas betreibt. Sie sind einfach fantastisch, Martha. Mir sind die gleichen Dinge zu Ohren gekommen und ich habe dieselben Schlussfolgerungen daraus gezogen. Dann sind Sie entweder seine Komplizin, oder aber Sie und ich haben ein gemeinsames Ziel, ihn zur Strecke zu bringen. Warum stellen Sie keinen Haftbefehl aus? Und derselbe Mann, der mich hierher geschleift hat, schleift ihn auch her. Das ist nicht so einfach. Er hat sehr einflussreiche Freunde und Verbündete, darunter den deutschen Chemiker Fritz Haber. Und welche bescheidene Rolle soll ich dann dabei spielen? Zollinger ist untergetaucht. Aber seine Freunde werden Sie akzeptieren. Machen Sie Habers Bekanntschaft und helfen Sie mir herauszufinden, wo Zollinger sich versteckt hält. Wir machen schwere Zeiten durch. Drohgebärden auf allen Seiten, absurdes Getue. Erwachsene Männer, die mit Maschinen spielen wie kleine Jungs mit ihrem Spielzeug. Seit 2 Jahren suchen wir nun schon nach Zollinger, doch seine Spur ist erkaltet. Jetzt könnte Fritz Haber sie aber wiederbeleben. Ich muss seine Bekanntschaft machen. So, das ist Kapitel 4, das letzte. Das werde ich knackig machen. Ich werde in Zukunft, also ich werde jetzt keine Tanzinspirationen mehr machen. Weil das ist ein bisschen was ein bisschen fad wird in dem Spiel. Ja. Also man muss ständig in den ganzen 4 Kapiteln Tanzeinlagen machen. Ja, also. Ja. Das werde ich jetzt ein bisschen verkürzen. Ja. Das werde ich jetzt ein bisschen verkürzen, ein bisschen auslassen. Ja. Das werde ich jetzt nicht machen mehr. Ja, das ist nur, wenn ihr Geld braucht. Also steht sein Vermögen, 2500. Ja, das könnt ihr eh machen. Ihr könnt es rechnen. Ihr könnt in allen 4 Kapiteln Inspirationen suchen. Ja, seht ihr, da müsst ihr hin und her reißen, bla bla bla. Das würde ich jetzt verkürzen. Ja, ich werde jetzt nur mehr zu den hauptsächlichen Standorte reisen im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video dann. Bausparer 1974. Tschüssi.